Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Maries Salon du Livre liest. Ja, aus der Schlagzeile erkennt ihr schon, es geht heute um die Euro 2020. Ich möchte unter wissenschaftlichen Voraussetzungen den Europameister prognostizieren. Was hat allerdings Fußball mit Büchern zu tun? Die 16 verbliebenen Länder, sprich wir haben jetzt das Achtelfinale, 8 Spiele, die jetzt ab heute Samstag stattfinden werden. Diese 16 Länder habe ich versucht, jeweils eine Autorin oder einen Autor zu finden und ein dazu passendes Buch. Wie diese Wahl zustande gekommen ist, sage ich dann, während ich diese Bücher bzw. diese Namen vorstelle. Und diese Bücher lassen wir einfach gegeneinander antreten. Ich habe in den letzten Tagen ganz, ganz viel mathematisch recherchiert, Vorhersageprogramme mir durchgeschaut, Prognosen, Statistiken. Ich bin unter die mit Mathematiker gegangen, ich habe ein halbes mathematisches Studium hinter mich gebracht. Ich habe ganz, ganz viel recherchiert und jetzt habe ich wirklich das perfekte System gefunden, um den Europameister herauszufinden. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das gefunden habe und ich denke, dass das wirklich zukunftsweisend sein wird, dass das bei ganz vielen Wettbüros und Studios und so weiter jetzt in Zukunft zum Einsatz kommt. Und zwar rede ich vom Würfel. Ja, wir werden jetzt die Paarungen der einzelnen Achtelfinale auseinandernehmen. Dazu muss ich ein wenig umräumen, Platz machen, die Kamera umstellen, damit ich auch gut würfeln kann. Ich erkläre das System jetzt im Grunde genommen, ist es total simpel. Jedes Spiel wird gewürfelt und die Nation, also die verliert, fliegt eben im Achtelfinale raus, dann machen wir neue Paarungen fürs Viertelfinale, dasselbe gilt fürs Halbfinale und fürs Finale. Und am Ende gibt es eine Nation, die gewinnen wird. Darunter steht dann ein Buch und dieses Buch werde ich bis zum Ende des Sommers, sprich Ende September, dann lesen. Ja, so wird es ablaufen und in der Infobox sind alle 16 Länder plus Autorinnen, Autoren und Bücher gelistet, sodass man zumindest mit der Ausgangssituation vertraut ist und der Rest erklärt sich hoffentlich, während ich spiele bzw. würfle. Ich habe mir den Würfel extra gekauft, weil sowas habe ich nicht daheim gehabt. Ich habe nur kleine Würfel gehabt und die sieht man ja nicht gut. Ich baue jetzt mal um und dann spielen wir. Das ist meine Spielwiese, sprich, das ist mein Fußballfeld. Und auf diesem Fußballfeld geht es jetzt um die Kugel. Nicht um die runde, aber um die eckige. Wir haben also 8 Paarungen und es tut mir leid, die Vorbereitung war jetzt ein bisschen kurz bzw. nicht so durchdacht, deswegen ist es jetzt ein bisschen wischiwaschi und nicht ganz so, wie man es geplant hätte, aber egal. Ich gehe jetzt die ersten 8 Paarungen ganz simpel durch. Wir haben Wales. Wales tritt an, Ken Follett mit Das Fundament der Ewigkeit. Ich sage jetzt so ein bisschen was dazu. Das Fundament der Ewigkeit liegt gefühlte 100.000 Jahre auf meinem Sub, das liegt da drüben und starrt mich vorwurfsvoll an. Und deswegen habe ich gedacht, okay, walisischer Autor, ein Buch, das ich zu Hause habe, mit dem kann ich leben. Sprich, Wales haben wir hier gegen Dänemark. Für Dänemark spielt Hans Christian Andersen mit seiner Märchensammlung. Ich habe keine mehr im Haus, aber das ist die Gelegenheit, wieder ein paar seiner Märchen zu lesen. Wobei ich hätte, wenn mir jetzt einfällt, die kleine Meerjungfrau da in der Schmuckausgabe von Koppenrad, also das wird sich auch anbieten, das zu lesen. Gut, wir haben also Wales gegen Dänemark. Wie machen wir das jetzt mit 6 Zahlen? Erstgenannte Mannschaft, ungerade Zahlen, zweitgenannte Mannschaft, gerade Zahlen. Ich habe natürlich meinen persönlichen Favoriten, das habe ich immer, aber ich lasse es
meine Sympathien außen vor. Die erste Zahl, die ich würfle, gilt. Ich muss leider meine Kamera ein bisschen einstellen, um zu schauen, ob wir nicht eine bessere Einstellung kriegen von diesem Teil. Sprich, 1, 3 und 5 steht für Wales, 2, 4 und 6 für Dänemark. Mögen die Spiele beginnen. Die 5. Sprich, Wales hat diese Runde gewonnen. Dänemark scheidet somit aus. Bleiben wir auf der Seite. Dänemark scheidet aus. Ich mache jetzt da einen Cut, weil ich total unelegant den Würfel holen müsste. Nächstes Spiel. Ich sage jetzt nichts. Italien. Und für Italien spielt die Christina Carboni mit die Gartenvilla. Christina Carboni durfte ich 2017 bei der Litlauf in München kennenlernen. Habe aber bis zu dem Zeitpunkt noch nie was von ihr gehört, noch nie was von ihr gelesen. Und somit ist mir die wieder in Erinnerung gekommen. Das ist eine gute Idee. Also, Christina Carboni spielt für Italien. Ich leg das jetzt doch da hinten hin. Und sie spielt gegen Österreich. Und für Österreich spielt Alex Bär mit der zweite Reiter. Das Buch habe ich da, möchte ich auch unbedingt lesen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit der totale Europa Meisterfavorit kommt. Ich habe hier wieder meinen Würfel. Ich muss da auf Play drücken, das habe ich fast vergessen das letzte Mal und deswegen spielen wir jetzt Italien 1, 3 und 5, Österreich 2, 4 und 6. Die 3 steht für Italien. Ich bin jetzt traurig, das muss ich zugeben. Ich hätte ganz viel, wahrscheinlich tue ich jetzt Leime ungerade wählen. Okay, Österreich ist damit ausgeschieden, was gar nicht sein kann. Nächstes Spiel. Wir haben die Niederlande und für die Niederlande spielt Leon de Winter mit seinem Buch Geronimo. Habe ich 2018, 2017 auch, bei der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und da hat er aus diesem Buch Geronimo gelesen. War irre spannend. Es geht da um, ich glaube, um die Jagd auf Osama Bin Laden und was auch immer. Also hat verschiedene Ebenen. Dieses Buch hat mich angesprochen und seitdem liegt so irgendwie auf irgendeiner Wunschliste und wird immer wieder mitgezogen, weil ich mir denke, na gut, wir spielen gegen Tschechien. Jetzt. Das Buch heißt Ein herrlicher Flecken Erde und ist von Radka Denemarkova. Es war jetzt wirklich schwierig für Tschechien etwas zu finden. Das gebe ich jetzt ganz offen und ehrlich zu. Noch nie was davon gehört, aber ich habe jetzt echt gesucht und geschaut, dass ich jemanden finde, der auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Und da geht es, glaube ich, um Vergangenheitsbewältigung. Nach dem Krieg, wie man sich wieder eingliedert. Ich glaube, sie schreibt von einer Flüchtigen, von einer Jüdin, die im KZ war, wieder zurückkommt in ihr Heimatdorf und es ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und ja, glaube ich, dass es das ist. Dann geht es wieder ganz tief ins Spiel. Der Würfel spricht. Ich hoffe, jetzt kommt mal was Gerades, oder? Ja, wie auch immer. Die 1. Ich schaffe es wirklich nur, um gerade zu würfeln. Da gibt es jetzt wieder einen Cut, weil ich... Somit steigt die 1 Niederlande auf und Tschechien muss leider die Heimreise antreten. Bin echt gespannt, wie es dann tatsächlich alles ausgeht. Paarung Nummer 4. Ein absoluter Schlager. Wirklich. Sowohl auf dem Rasen als auch bei den Büchern. Es ist... Belgien spielt Amélie Nothomb mit Die Passion. Ich habe jetzt ganz viel von ihr ausgewählt und mir überlegt, was ich lesen möchte. Und das ist ein recht dünnes Buch, sehr kontrovers besprochen auch. Also die Rezensionen sind nicht alle ganz positiv. Aber das ist einmal eine Gelegenheit, diese Autorin zu entdecken und in die Hand zu nehmen. Also, wir haben Amélie Nothomb mit Die Passion. Und sie spielt,
bzw. Belgien spielt, gegen Portugal. Für Portugal steht die Stadt der Blinden von José Saramago, seines Zeichens, ich glaube, Literaturnobelpreisträger. Die Stadt der Blinden ist auch schon so relativ lange auf meiner Wunschliste. Ein sehr hochgejubeltes Werk, was, nennen wir es, ja, recht gut ist und es wäre tatsächlich einmal die Gelegenheit, an so ein Buch zu lesen. Gut, wir würfeln. Nein, wir sagen voraus. Schauen wir, ob wir es diesmal schaffen mit Grad oder so. Ich würfle. Ich bin dazwischen, es ist wieder Schiedsrichter. Schiedsrichter zählt nicht. Schon wieder die 5 Ungrad. Ich mache das nicht absichtlich. Ich schwöre, es ist kein Magnet oder sonst was drin. Spiel Nummer 5. Da haben wir Kroatien. Und für Kroatien in den Ring steigt Amira Nimmer mit Ach. Es war wirklich total schwer, eine kroatische Autorin oder einen Autor zu finden. Aber die habe ich gefunden und das ist ein ganz kleines Büchlein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, um was es genau geht, aber steigt auf jeden Fall in den Ring bzw. auf den Rasen. Gegen Spanien. Und es tritt an Elia Barceló mit Töchter des Schweigens. Elia Barceló wohnt in Innsbruck. Das war natürlich noch einmal ein Grund zu sagen, ja, die nehme ich jetzt dazu. Das Buch Töchter des Schweigens liegt schon ewig auf meiner Wunschliste. Wirklich. Das kann ich gar nicht mehr sagen, wie oft ich dieses Buch schon in der Hand hatte, in meinem Warenkorb gehabt habe und dann doch nicht mitgenommen habe. Die 2. Sprich, Kroatien scheidet aus, Spanien kommt weiter. So. Nächste Paarung. Wir haben Frankreich und für Frankreich steigt ein wirkliches Schwergewicht, für meine Meinung, in den Ring. Antoine de Saint-Exupéry mit Le Petit Prince in der Originalausgabe. Seit Jahrzehnten nehme ich mir vor, das Buch noch einmal zu lesen, noch einmal auf Deutsch, auf Französisch zu lesen, komme nie dazu, machen wir aber, wenn es wäre. Gegen die Schweiz. Und für die Schweiz tritt an Joëlle Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Ich habe von dem noch nichts gelesen. Ich würde gern, eventuell sogar im Original, also auf Französisch, weiß ich eben noch nicht. Aber wir haben jetzt da mal definitiv 2 Schwergewichte, 2 wirklich gute Bücher und wir lassen die Würfel rollen. Die 5. Gut. Ich habe nicht drauf gedrückt. Doch. Die 5, sprich, Frankreich ist weiter. Und die Schweiz scheidet aus. Joëlle Dicker muss noch warten, bis ich ihn lese. Dann, oh, wir haben das nächste Spiel. England, und für England in den Ring steigt Emily Brontë mit Sturmhöhen. Das Buch habe ich schon gelesen, es war also eins meiner ersten absoluten Liebesromane, tragisch. Ich habe die Schmuckausgabe von Koppenrad da und deshalb denke ich mir, wäre es Zeit für einen Reread. Gegen, ihr wisst wahrscheinlich das eh schon, Deutschland. Deutschland gäbe es ja unzählige. Entschieden habe ich mich für Anna Segers Das siebte Kreuz. Wäre für mich ebenfalls ein Reread, das habe ich gelesen in den 20ern, also ist auch schon eine Zeit her. Und deswegen wäre es, glaube ich, wirklich an der Zeit, das Buch wieder in die Hand zu nehmen und wieder zu lesen. Nun denn, wir spielen. 90 Minuten. Okay, Würfel. Oh, da lässt sich Zeit. Die 6 ist es geworden.
Sprich, gerade Zahl. Deutschland kommt weiter, England scheidet aus. Ich glaube, so wird es tatsächlich sein. Ich muss jetzt da relativ unelegant den Würfel holen. Deswegen Cut. Nächstes Spiel. Und auch im Achtelfinale gleich das letzte. Wir haben Schweden. Und für Schweden tritt in den Ring die Katja Ingemarsson, der Himmel so fern. Ja, ich kenne die Frau nicht. Ich habe sie aus den Vorschlägen aus Google herausgepickt. Und zwar aus einem Artikel, wo neue schwedischsprachige Autorinnen vorgestellt worden sind. Also Katja Ingemarsson für Schweden. Und nun kam da wirklich die Herausforderung schlechthin. Ukraine. Ich kenne nicht einen, nicht eine. Aber ich glaube, sie ist Ingeborg Bachmann-Preisträgerin, wenn es mich nicht täuscht. Und zwar Tanja Maljarczuk, Biografie eines zufälligen Wunders. Hat wahnsinnig gute Kritiken auf Google, auf dem großen A bekommen. Ja, lass mal. Ich probiere alles, wenn ich schon drauf habe, drauf und ausgesucht habe, dann gibt es auch dieses Buch. Wir spielen Würfel und die 2. Die Ukraine ist weiter. Man glaubt es kaum. Wobei, ich muss jetzt mal sagen, gegen Schweden finde ich das jetzt gar nicht einmal so abwegig. Mal sehen. Ich mache jetzt kurz eine Pause. Ich mache jetzt die Paarungen neu. Ich versuche sie so hinzulegen, wie die UEFA das auch machen täte. Und hoffe, dass das so funktioniert. Und wenn es nicht so ist, man möge mir bitte verzeihen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. So. Ukraine ist weiter, haben wir gesagt, gell? Ja. Wir haben jetzt also noch 4 Spiele. Viertelfinale stehen an. Und damit noch 8 Länder bzw. 8 Bücher, die es zum Europameister schaffen können. Wir beginnen mit Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 1 ist Belgien, sprich die Amelie Nothomb spielt gegen Italien die Christina Carboni mit die Gartenvilla. Paarung Nummer 1. Na gut. Und wir spielen. Die 6. Sprich, Italien siegt gegen Belgien. Ah, und ich hätte so gern was von der Amelina Nothomb gelesen. Gut. Spiel Nummer 2. Der Megahammer. Wir haben Frankreich mit Antoine de Saint-Exupéry, mit Le Petit Prince, gegen Spanien mit der Elia Barceló, Töchter des Schweigens. Also das ist jetzt wirklich, werden wir sehen, wer das Spiel gewinnt. Wir spielen. Die 6. Spanien gewinnt, Frankreich scheidet aus, war eigentlich mein Favorite oder mein Tipp. Nächstes Spiel, Ukraine, die Tanja Maljarczuk mit Biografie eines zufälligen Wunders, Ukraine, gegen Deutschland, Anna Segers mit das siebte Kreuz. Würfel ist da. Wir spielen. Die 4. Deutschland gewinnt. Jetzt hätte ich schon fast auf Ukraine wieder getippt. Spiel. Ukraine ausgeschieden. Deutschland kommt ins Halbfinale. Das 4. Spiel im Viertelfinale ist Niederlande. Leon de Winter mit Geronimo. Gegen Wales, Ken Follett mit dem Fundament, das Fundament der Ewigkeit. Ja, mal sehen, mal sehen.
Okay, wir würfeln. Die 4, gerade Zahl, Wales gewinnt. Ich mache mir langsam Sorgen. Gut, die Niederlande scheiden aus, Wales kommt weiter. Willkommen im Halbfinale. Wir beginnen. Halbfinale Nummer 1. Italien, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Italien, Christina Carboni mit Die Gartenvilla, spielt in einem absoluten und totalen Schlager gegen Spanien, Elia Barceló, die Töchter des Schweigens. Dann würfeln wir. Oh. Die 4, sprich Spanien, hat gewonnen. Italien scheidet leider aus. Spanien kommt ins Finale. Ich muss meinen Würfel holen. Im nächsten Halbfinale spielt Deutschland, Anna Segers, das siebte Kreuz, gegen Wales, Ken Follett, das Fundament der Ewigkeit. Das Fundament der Ewigkeit würde mich echt, glaube ich, recht plagen. Also, mal sehen, die Würfel fallen. Die 3, ungerade, sprich Deutschland kommt ins Finale. Wales scheidet aus. Deutschland ist im Finale. Und jetzt Finale Spanien gegen Deutschland oder Deutschland gegen Spanien. Schauen wir mal, was die sagen. Sieger Halbfinale. Halbfinale 1 war, wir haben Spanien mit Elia Barceló, die Töchter des Schweigens, gegen Deutschland, Anna Segers und das siebte Kreuz. Ich würde ja jetzt gern was Hymnisches einspielen. Irgendwie wird es jetzt passen, um den Würfel fallen zu lassen. Mal schauen, ob ich irgendeinen tollen Effekt zusammenkriege. Ich bin da leider sehr untalentiert und deshalb spielen wir jetzt ums Finale der Europameisterschaft 2020, Spanien gegen Deutschland. Würfel fällt. Ungerade 5. Spanien hat gewonnen. Spanien wurde also Europameister 2020. Ja, das tut mir jetzt für Deutschland leid, dass die im Finale gegen Spanien verloren haben. Mein Tipp ist ja immer noch Frankreich. Auch nach diesem wohldurchdachten und wissenschaftlich wirklich total untermauertes Spiel, die Vorhersage und so weiter, also das war jetzt wirklich sehr, wie soll ich sagen, wissenschaftlich. Habe jetzt noch kurz meine Position geändert. Wir haben also einen Europameister mit Elia Barceló und die Töchter des Schweigens. Ich freue mich total, weil ich das Buch schon lange auf meiner Wunschliste habe und sage, irgendwann werde ich es lesen und jetzt habe ich die Gelegenheit dazu, beziehungsweise bis Ende des Sommers sollte es gelesen sein. Ich werde auch das Cover nachher noch einblenden, damit ihr zumindest wisst, wie es aussieht. Es ist eine Familiengeschichte bzw. Freundinnengeschichte, da geht es um, glaube ich, 7 Freundinnen oder Schwestern, die ein Geheimnis verbindet, die einander wiedersehen und dieses Geheimnis kommt langsam ans Tageslicht. Ich mag generell spanische Schriftstellerinnen und Schriftsteller sehr gern und deswegen glaube ich auch, dass dieses mir gut gefallen wird. Wenn, falls ein anderes Land gewinnen wird, was ich fast glaube, aber dann werde ich mir ebenfalls das Buch vom tatsächlichen Europameister herausnehmen, herauszupfen und auch dieses dann lesen. Also habe ich bis zum Ende des Sommers 2 Bücher, die ich dann tatsächlich lesen werde und das sind mehr oder weniger die großen Gewinner, falls es tatsächlich Spanien sein sollte. Yay! Und das zeige ich auch aber dann im Mitte des Monats Lavatalk, also Mitte Juli, da ist dann die Euro schon vorbei und dann kriegt sie von mir wieder ein Up-to-Date, wie es damit stehen wird. Seid sie jetzt im Fußballfieber, schaut sie jetzt doch auch zu,
wo Deutschland so knapp in die nächste Runde gekommen ist. Aber es gibt bei uns den Spruch, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Die haben einfach bei Turnieren immer das Glück und das Glück des Tüchtigen, muss man auch dazu sagen. Wobei sie ja im Moment ein bisschen happern und nicht unbedingt ganz harmonisch wirken. Favorit des Herzens natürlich für mich Österreich, ist eh klar. Ob sie es gegen Italien schaffen, weiß ich nicht. Wenn ja, haben wir wahrscheinlich am Ende samstags keine Stimme mehr. Aber ja, ich freue mich einfach auf gute Spiele. Dazwischen haben wir jetzt mehr Zeit zum Lesen, weil dazwischen einfach nur Abstände sein. Und wir warten dann auf den tatsächlichen Europameister und hören und sehen uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine gute Woche, bleibt bitte gesund, wie immer guten Lesestoff, pfiat euch, bis bald!